Hallo, ihr Lieben. Schön, dass wir zusammenkommen, meine wundervollen Seelen. Ich habe eine Überraschung für euch. Und zwar, das ist mein erstes Geburtstagsorakel für alle Personen, die heute am 18. Mai 2023 Geburtstag haben. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich denn lege, was es denn werden soll. Ich lasse mich führen, das wisst ihr. Ja. Fällt es jetzt raus oder fällt es nicht raus? Es fällt raus. So, wir schauen mal. Was möchten denn die Engel, was wir wissen? Oh, es sind viele gefallen. Es sind 5 Stück gefallen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Frage deine Engel. Bitte andere um Hilfe. Du bist bereit. Und der Kompromiss. So, das sind die oberen Karten. Wir schauen mal rein, was denn da sonst noch kommen soll. Spannend, ein Geburtstagsorakel hatte ich noch nie. So, ich lege unter jede Karte eine Tarotkarte. Was möchte die geistige Welt euch denn sagen? Ihr Lieben, das sind mehr. Wir haben den Ritter der Münzen und wir haben die 8 der Stäbe. Ihr wisst, ich nehme sie so, wie sie kommen. Wir haben die 10 der Kelche, der Turm, die Welt, der Wagen. Und zum Schluss haben wir die 3 der Kelche. Und ist das nicht schön? Hier geht es ums Feiern. Und was macht man am Geburtstag? Man feiert, dass man auf der Welt ist, dass man geboren wurde, dass man dieses Leben hat. Ist das nicht wundervoll? Ich hoffe sehr, dass der Bildschirm jetzt wieder heller ist, ihr Lieben. Ich kann es nicht ändern. Es hat was mit der Sonneneinstrahlung von außen zu tun. Gebt mir bitte eine Karte, ihr Lieben. Wenn euch das Mischen zu lange dauert, dann spult vor. Dankeschön. So, ich nehme 5 Karten. Okay, das bist du, ihr Lieben. Meine Zuseherin, mein Zuseher ist immer die Dame. Das ist im Fluss des Sprechens viel leichter für mich, wie wenn ich das immer angleiche. So, wir haben die Herrscherin und wir haben den Berg. Und jetzt nehmen wir noch eine Kipperkarte. Und zwar, was nehmen wir für welche? Nein, ich soll die nehmen. Das sind die Romance Lenormand-Karten. Dann nehme ich die. Und dann schauen wir mal. Was möchtet ihr uns denn sagen an diesem Geburtstag für alle Geburtstagskinder? Es sind Stiere. Der 18.5. ist die Stier. Energie, die Stiere sind die Erdzeichen, sehr bodenständig, sehr. Es sind treue Wesen, Wesen, treue Menschen, treue Seelen, genau so möchte ich sagen, treue Seelen. So, wir haben die Wolken, die haben wir hier auch. Der Klee. Wir haben das offene Buch, wir haben die Lilien und wir haben den Blumenstrauß. So, und unten drunter haben wir die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, die steht immer für die, dass hier jetzt etwas sich zeigt, offenbart wird. Ich möchte noch unter diesen Stapel gucken und hier haben wir das Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Vertraue in dich, in die geistige Welt, in dein Bauchgefühl, in dein Herzgefühl.
Ja, eine Legung, wie ich sie noch nie hatte. Wir schauen mal, was sich denn hier jetzt genau zeigen möchte. Wir haben in der Mitte den Turm und wir haben die Wolken. Aber in Richtung Turm kommt schon die Sonne wieder raus. Das heißt, dieser Turm, der Turm im Tarot ist immer eine Karte, dass hier alles zusammenstürzt. Dein ganzes Leben liegt vor dir und ist in Trümmern. Genau so kommt es mir rein. Und du siehst jetzt aber immer besser, immer häufiger. Und wir sind ja jetzt morgen auch in der Neumondenergie. Und da habe ich ja im Video auch, oder werde ich sagen, ihr Lieben, ihr wisst, es sind Aufzeichnungen, dass der Mond immer voller wird. Das heißt, das Licht wird immer kraftvoller und immer deutlicher. Es zeigt sich immer häufiger. Du siehst jetzt, was du mit dem Alten machen kannst. Und du wirst andere um Hilfe bitten, weil du ganz genau weißt, dass es keine Schande ist. Warum soll man auch nicht andere um Hilfe bitten? Vielleicht deine Engel sogar. Und es ist so, dass sich hier dieses Buch jetzt öffnet und dieser Regen, der geht in Richtung Klee und er geht in Richtung Buch. Das heißt, dieses Glück, und es ist nicht das kleine Glück, es ist das pure Glück. Das wird jetzt hier mit dem Regen von unten herauf so gestärkt, dass das Buch sich immer mehr öffnet und immer größer wird und immer prachtvoller wird. Und genau das haben wir hier. Ich gehe mal in diese Richtung hier. Wir beginnen mit dem nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich fange von oben nach unten an. Der Ritter der Münzen, der ist jetzt jemand, der schnell kommt. Wir haben das Vertrauen, aber seht ihr, dass dieser Ritter der Münzen schaut nach links in die Vergangenheit? Und hier geht es jetzt schnell. Wir haben hier die 8 der Stäbe und die spiegeln sich auch in den Wagen. Und beides sind ganz schnelle Energien. Der Wagen ist die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit im Tarot und die 8 der Stäbe ist, die spricht hier von schneller Kommunikation, von schneller Kommunikation. Aber hier, die Vögel stehen für die Aufregung und ich spüre hier zwei Verbindungen. Ich spüre hier einmal die positive Aufregung. Hier kommt jetzt jemand, den du immer nur gesehen hast, aber du bist nie rangekommen. Und das ist diese positive Aufregung, diese freudige Aufregung. Und die fühle ich auch jetzt gerade. Und ich könnte jetzt gerade Schuhe anziehen und weglaufen, also zu dieser Person laufen. Aber tatsächlich, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, für mich zu handeln. Der Gegenüber muss handeln. Und das ist der Ritter der Münzen. Er sollte nicht in die Vergangenheit schauen, sondern er sollte ins Vertrauen schauen. Und genau darum geht es. Und wenn er das nämlich macht, ihr Lieben, dann wandelt sich dieser Zeitpunkt hier. Es ist der richtige Zeitpunkt, um in die Kommunikation zu kommen, um in diese wirklich freudige Energie zu kommen. Aber ich habe gesagt, diese Karte hat zwei Energien. Sie hat auch die negative Energie zu dieser Karte. Das ist das Geschwätz. Das ist Neid und Missgunst. Und das ist auch dieser Regen hier, seht ihr, der hat hier einen Blitz und einen Donner nach unten. Den Donner hört ihr nie. Ich höre ihn, aber ihr seht den Blitz. Und das ist die negative Energie zu dieser Karte. Und dafür gibt es jetzt keinen Zeitpunkt. Diese Negativität ist ausgedient. Und zwar komplett. Und du solltest dem auch nicht nachgehen. Und jetzt spreche ich alle Geburtstagskinder an, die hier jemanden haben, den sie immer nur sehen, aber nicht zu ihm kommen können, wollen, dürfen. Es liegt an dir. Und ich möchte ganz deutlich sagen, dieser Turm ist zusammengestürzt. Dein Leben liegt vor dir in Trümmern. Aber die Sonne kommt raus
Und da gibt es Leute, die du um Hilfe fragen kannst und die mit dem Regenbogen hier, sie stehen in diesem Regenbogen. Der Regenbogen ist immer die Verbindung zwischen der weltlichen Welt und der geistigen Welt. Und hier geht es auch vielleicht um deine Engel. Ganz klar ist, dass hier dieses Glück jetzt kommt, dieses Glück sich bei dir öffnet. Und dafür muss es auch noch regnen. Deswegen, dieser Regen ist wichtig. Aber für das Misstrauen ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Geh ins Vertrauen, absolut ins Vertrauen. Und dann gehst du hier, frage deine Engel. Und dann gehst du hier in die Kommunikation. Und dann geht es schnell. Dann ist es, wie wenn diese 8 Stäbe wirklich so einer nach dem anderen, so richtig schnelle Kommunikation. Es wird gut werden. Die 10 der Kelche, die zeigen auch die absolute emotionale Fülle. Und das ist das, was du vor dem Zusammensturz schon gefühlt hast. Das ist das, was du fühlst, wenn du an den anderen denkst. Es kann auch sein, dass du an eine Situation denkst oder an etwas, was du machen möchtest. Auf jeden Fall ist dieses Gefühl vorher schon da gewesen und dann ist es erst zusammengebrochen. Und jetzt bist du hast dieses Gefühl und im Grunde bist du selbst in diesem Irrgarten, du weißt gerade nicht. Es ist so, als wenn du immer gegen die Hecke läufst, weil du den Weg nicht siehst. Und der wird dir jetzt gezeigt, weil du bist bereit. Deine Welt wird sich hier neu zeigen, neu aufstellen. Und jetzt spüre ich gerade in meiner Hand die Welt und sie ist schweißgebadet. Und du bist der Freund, der jetzt diese Harmonie bringt. Und wir haben hier das Blumenbouquet und wir haben die Lilien. Die Lilien stehen für die Harmonie und das Blumenbouquet steht für eine Einladung, für ein Geburtstagsgruß, das ist mein Geburtstagsgruß für dich, ihr Lieben. Und das, ihr wisst, egal ob männlich oder weiblich, das bist du. Du bist meine Zuseherin. Und wir haben hier die schnelle Verbindung, wenn dir klar wird, dass du ins Vertrauen gehen musst. Und hier haben wir die schnelle Bewegung, die absolut schnelle Bewegung, die mit dieser Einladung auch einhergeht. In die Feierenergie, in die Energie des Fröhlichseins, in die Energie der Freude und in die Energie des wirklich, ich freue mich so auf den anderen, den ich schon so lange gesehen habe, den ich aber schon lange nicht mehr in den Arm genommen habe, dem ich schon lange nicht mehr der Freund sein konnte. Und diese Hand, die kommt jetzt von oben und die wird dich streicheln und sie wird sagen, du bist bereit, geh nur. Jedoch, was kann dir denn passieren? Ihr Lieben, was kann denn passieren im schlimmsten Fall? Das ist eine Frage, die du dir immer stellen solltest, wenn du dich etwas nicht traust. Ach Himmel, Herrgott, ja, Gott, sie kann Nein sagen. Das kann passieren. Dann hast du es aber versucht. Vielleicht musst du einen Kompromiss eingehen. Vielleicht ist das aber auch der Kompromiss, den du hier mit deinem Umfeld eingehst. Es ist in jedem Fall kein Kompromiss zum Feiern, kein Kompromiss für die 10 der Kelche und kein Kompromiss für dieses wundervoll offene Buch für die Harmonie, die auch für die Familie und die Sexualität steht. Und dieser Freund, der wird jetzt hier wirklich von oben gestreichelt. Und vielleicht spürt er einen kleinen Schubs, den er aber gebraucht hat. Hier passiert nichts. Gar nichts, wenn du es nicht möchtest. Wenn du sagst, ich bin überhaupt nicht in diesem Orakel, finde ich mich wieder, dann ist es gut. Dann kann es sein, dass du dich in 3 Monaten oder in einem Jahr wiederfindest. Das ist auch möglich. Wenn es aber nicht heute ist, und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, wenn es nicht für dich ist, mach es nicht auf Biegen und Brechen für dich. Aber du weißt ja, ob du in dieser Energie hier bist, ob du wirklich hier etwas fühlst, was du nicht zuordnen kannst, warum du hier Kommunikation mit deinen Engeln eingehst, warum du dich so verloren fühlst und trotzdem im Glück.
und eigentlich das ganze Glück in deinem Herzen trägt. Und wenn dann hier du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und alles andere bei dir einbricht, Leute, dann ist es dein Orakel. Wenn du aber sagst, nein, ist es nicht, dann ist es gut. Dann kannst du es ja von Anfang an ausmachen. Du kannst es bis zum Schluss gucken. Vielleicht ist ja doch der eine oder andere Satz dabei für dich. Insgesamt ist das hier wirklich ein Orakel, was von einer Transformation spricht. Eine Transformation, in diesem Zweifel zu sein, dieses Misstrauen zu spüren, diese Energie von außen auch zu spüren. Wenn du das machst, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber dein Gefühl ist so, es übermannt dich so und das Glück wird immer mehr, immer größer. Je mehr dieser sanfte Regen auch auf diesen Klee regnet, öffnet sich das Buch immer weiter und der Turm wird immer kleiner, er bricht immer mehr zusammen. Und indem er zusammenbricht, kommt hier aber immer mehr dieses schöne Gefühl raus. Und du willst deine Welt danach richten. Die zwei Karten spiegeln sich. Frage die Engel und du bist bereit. Die Engel sagen dir, dass du bereit bist. Du bist bereit, für diesen Weg jetzt zu gehen, für dieser Freund zu sein. Und diese Dame schaut auf dich. Und du hast die Leine in der Hand. Vielleicht willst du mal mit ihr spazieren gehen. Ohne Leine natürlich. Oder du hast einen Hund. Oder vielleicht zwei. Das ist natürlich auch möglich. Und dann lädst du sie ein zum Spazierengehen mit den Hunden. Und dann kommt es hier in Bewegung, in krasse Bewegung. Und die Kompromisskarte sagt nicht, dass hier nichts drin ist. Sie sagt, es ist nicht so, dass es hier hundertprozentig alles, dass der eine Mensch genauso ist wie der andere. Und dann geht man natürlich Kompromisse ein. Das ist ja wohl ganz klar. Und dann kommst du hier in deine Energie der Harmonie. Und du bekommst ein Familiengefühl wieder. Wieder, ganz deutlich wieder. Und dann schreibst du diese Einladung. Jetzt möchte ich noch auf diese drei Karten eingehen. Wir haben hier die Herrscherin, darunter ist die Königin der Kelche. Und die Herrscherin und die Königin der Kelche, das sind keine Energien, die sich aufheben, sondern hier ist eine Frau, die ganz straight weiß, was sie will. Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben. Sie wird immer als oder ganz oft als schwangere Frau dargestellt. Das heißt, sie weiß, wie ihr Leben weitergeht. Sie hat Projekte, an denen sie arbeitet. Aber die Königin der Kelche ist die hochempathische Frau, die super gefühlvolle Frau. Und diese ganzen Projekte, die sie als Herrscherin macht, macht sie mit diesem Gefühl. Und das muss sich ja nicht aufheben. Dann haben wir hier den Berg und wir haben darunter die Sterne. Die Sterne stehen für die höchste Schutzkarte und du bist beschützt. Du weißt das. Alle Geburtstagskinder sind generell geschützt. Was für ein Satz. Den habe ich jetzt nicht bewusst gesagt, ihr Lieben. Aber hier über diesem Berg steht dieser Stern. Das heißt, diese Blockade, die es hier vielleicht gibt mit dem Misstrauen, da stehen die Sterne drüber und die Blockade ändert sich. Sie verändert sich, indem sie sich hier zeigt als, und darunter sind die Fische, als Seelenpartner. Das ist deine Seelenpartnerin. Und die Fische, die bringen hier ins Fließen, die bringen es ins Fließen, dass hier jetzt an der Öffentlichkeit oder öffentlich wird oder es wird dir offenbart. Vielleicht hast du hier eine Offenbarung, dass diese Blockade gar nicht so schlimm ist. Und die Engel sagen mir jetzt gerade wieder, was hast du zu verlieren? Ich wünsche euch einen wundervollen Geburtstag, ihr Lieben. Vielleicht bist du dabei, vielleicht bist du nicht dabei, vielleicht beim nächsten Mal. Ich drücke euch alle von ganzem Herzen an mein Herz und ich gebe euch einen Schwung meiner Energie heute mit. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.